Entschuldigung. Jetzt? Meine Damen und Herren, Herr Präsident, vielen Dank. Dieser Tagesordnungspunkt hat natürlich aufgrund der schrecklichen Vorkommnisse in Hanau eine ganz besondere Brisanz bekommen. Wir sind uns sicher alle einig, dass das vergleichsweise strenge deutsche Waffenrecht ein wichtiger Bestandteil einer ganzheitlichen Strategie ist und sein muss. Eine Strategie, rechtsextremistische Gewalt, insbesondere aus dem Bereich des Rechtsextremismus, zu bekämpfen. Rechtsextremisten, meine Damen und Herren, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung ablehnen, dürfen keine Waffen besitzen. Das muss Ziel unseres Waffenrechts sein. Nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch alle rechtstreuen Waffenbesitzer müssen sich darauf verlassen können, dass die Waffenbehörden konsequent Rechtsextremisten von Waffen fernhalten. Dabei darf man natürlich nicht den Fehler begehen, die mehr als 2 Millionen Bürgerinnen und Bürger, die legal im Besitz von Feuerwaffen sind, aufgrund der Tat dieses rechten Irren unter Generalverdacht zu stellen. Viele dieser Menschen engagieren sich ehrenamtlich in Vereinen, nehmen an Sportveranstaltungen teil oder tragen als Jäger zum Umwelt- und Naturschutz bei. Besonders im ländlichen Raum bilden Schützenvereine einen wichtigen Teil dieses gesellschaftlichen Lebens. Aber auch diese Menschen verstehen, dass der Gesetzgeber im Bereich des Waffenrechts besonders aufmerksam sein muss. Gerade diese Menschen werden die sinnvollen Regelungen und die strengen Vorgaben des Waffenrechts akzeptieren, um zu verhindern, dass Extremisten und andere Verrückte an gefährliche Waffen geraten. Meine Damen und Herren, durch die aktuellen Änderungen des Waffenrechts auf Bundesebene sind insoweit Verschärfungen in Kraft getreten. Ein Teil des Antrages, es wurde eben auch schon angesprochen, über den wir hier diskutieren, hat sich damit erledigt. Ein weiterer Teil, insbesondere wo es um die vollautomatischen Schusswaffen geht, ist erledigt, da diese Waffen unter das Kriegswaffengesetz fallen und daher eh schon lange verboten sind. Weitere Punkte, so zum Beispiel hinsichtlich der Anzahl von Selbstladungen bei halbautomatischen Waffen, zielen eher auf Magazingrößen ab. Angesichts der Tatsache, dass diese halbautomatischen Waffen deutlich kleinere Kaliber haben, wird aus dem Antrag nicht klar, nach welchen Kriterien eigentlich die Gefährlichkeit einer Waffe beurteilt werden soll. Auch das Kriterium bezüglich der Beschaffenheit des Laufes bleibt unklar. Wenn es dabei um gezogene Läufe gehen soll, wären alle Waffen betroffen, die keine Schrotwaffen sind. Die Beschaffenheit des Laufes hat aber keine Auswirkung auf die Gefährlichkeit einer Waffe. Auch eine Schrotwaffe ist gefährlich, meine Damen und Herren. Wir raten daher dazu, die aktuellen Verschärfungen des Waffenrechts, insbesondere auch was die jetzt notwendige Abfrage beim Verfassungsschutz betrifft, zunächst einmal wirken zu lassen. Und ich habe, ganz abgesehen davon, halte es auch für sehr sinnvoll, diesen Antrag dann noch mal im Innenausschuss zu beraten, um auch vielleicht die Punkte zu diskutieren, die ich eben habe versucht, ganz mal kurz anzusprechen. Meine Damen und Herren, für die FDP-Fraktion bleibt es ein dringendes Anliegen, aber auch den Schwarzmarkt für illegale Waffen in Deutschland konsequent zu bekämpfen. Dafür bedarf es insbesondere gut ausgerüstete Sicherheitsbehörden. Hier hat Niedersachsen durchaus noch Luft nach oben. Der Löwenanteil von Straftaten und Anschlägen wird mit illegalen Waffen verübt. Die Sicherheitsbehörden in die Lage zu versetzen, diesen Schwarzmarkt auszutrocknen, erhöht die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger direkt und nicht über den Umweg einer Gesetzesverschärfung. Ich würde mich daher freuen, wenn es die Landesregierung bei den nächsten Haushaltsberatungen genau an diesen Punkt erinnert. Vielen Dank.